Sind wir in einer Immobilienblase? Sollte man jetzt noch kaufen oder lieber verkaufen? Ja, genau darum geht es im heutigen Video. Marc Friedrich hat wieder ein Video zum Thema Immobilien, Immobilienpreise, Immobilienblase gemacht, ob sie platzen wird. Und auf dieses Video gibt es von mir eine Reaktion. Also viel Spaß mit diesem Video. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Immobilienfetischist jetzt aufschreien wird. Es wird wahrscheinlich sogar Reaction-Videos geben von anderen Kanälen, die sagen, nein, Immobilien sind eine absolut todsichere Sache. Am Mittwoch hat mich mein Zuschauer Stefan auf das neue Video von Marc Friedrich zum Thema Immobilienpreise, Immobilienblase aufmerksam gemacht. Und er wollte unbedingt wissen, was ich als aktiver Immobilieninvestor dazu sage. Ich habe da mit Stefan ein wenig auf Discord gechattet und da kam eine sehr, sehr interessante Geschichte bei raus. Wenn du mit mir übrigens auch 1:1 über das Thema Immobilien chatten willst, dann kannst du das machen, indem du mein YouTube-Kanalmitglied wirst. Einfach auf den Knopf unter dem Video drücken, Kanalmitglied werden und dann geht's los. Aber jetzt erstmal zurück zur Geschichte von Stefan, weil die hat nämlich eine ganze Menge mit dem neuen Video von Marc Friedrich zu tun und deswegen gebe ich dir erstmal ein paar Hintergrundinfos. Stefan hat selber einen guten Job und verdient sehr gutes Geld, allerdings weiß er auch, dass das vielleicht nicht ewig hält, deswegen wollte er sich ein zweites Standbein aufbauen und er weiß natürlich auch, dass eine riesengroße Lücke in unserem staatlichen Rentensystem knüpft. Also hat er sich Videos angeschaut von Marc Friedrich zum Thema Investieren, Vermögensaufbau, hat auch sein Buch gelesen und wollte dann direkt damit starten. Er hatte vom Markt nämlich gelernt, dass man sein Geld investieren muss, um später mehr Sicherheit zu haben. Also hat er sich erstmal ein Haushaltsbuch angeschafft, um seine Budgets richtig zu planen, hat auch eine gewisse Sparquote angelegt, um dann zu investieren. Aber er wollte auf gar keinen Fall in Immobilien investieren, weil er ja Folgendes von Markt gelernt hat. Momentan, die Immobilien sind viel zu teuer, viel zu ambitioniert bewertet. Jetzt zu kaufen wäre eigentlich blöd. Während Stefan also weiter sparte, hat er sich natürlich weiteres Wissen angeeignet und ist unter anderem dann auch auf meinen YouTube-Kanal gekommen und war dann, sagen wir mal, etwas verwirrt. Weil er hat auch gesehen, dass ich genauso wie Marc mich mit dem Thema Finanzen und Vermögen beschäftige, allerdings alles mit Immobilien mache, obwohl Immobilien doch so böse sind. Ich sagte Stefan, dass man dann aufgrund des Leverage-Effekts mit Immobilien sehr schnell und nachhaltig Vermögen aufbauen kann. Aber Immobilien haben natürlich Chancen und auch Risiken, genauso wie sie Marc natürlich in seinem Video anspricht. Also habe ich Stefan gesagt, schau dir das Video von Marc Friedrich bitte nochmal genauer an und achte genau auf die Stellen, wo Marc von den Risiken spricht. Vielleicht findest du ja etwas, was dir ein bisschen seltsam vorkommt und genau darüber sprechen wir dann. Stefan hat sich das Video nochmal angeschaut und hat dann wirklich ein paar Stellen gefunden, die ein bisschen seltsam waren und über drei von diesen Stellen wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer sprechen. Kommen wir zur ersten Stelle. Seit 2009 wurde der Turbo angeschaltet, durch die Notenbankpolitik natürlich, sind die Kaufpreise für Bestandsimmobilien wirklich durch die Decke gegangen. Und jetzt legen wir die Zinsen drüber und siehe da, wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Immobilienpreise. Und deswegen die goldene Regel des Immobilienbusiness ist es, kaufe dann, wenn du von sinkenden Zinsen ausgehst. Dann steigen nämlich die Preise mit zeitlicher Verzögerung und nicht dann, wenn sie bereits extrem niedrig sind und die Preise hoch sind. Also, Marc Friedrich sagt, die Immobilienpreise sind aufgrund der niedrigen Zinsen extrem überteuert. Und die Immobilienpreise sind nur gestiegen, weil die Zinsen quasi in den Keller gegangen sind. Okay, also Immobilienpreise hoch, weil Zinsen im Keller. Und außerdem sagt er, dass die Immobilienpreise stark fallen werden, wenn die Zinsen dann wieder ansteigen werden, teilweise um bis zu 40%. Gleichzeitig sagt Marc aber auch Folgendes. Ja, und jetzt, welche Szenarien sind denn denkbar? Erstens, die EZB erhöht tatsächlich die Zinsen. Zweitens, wovon ich zwar nicht ausgehe, aber trotzdem erwähnt haben möchte, die EZB vollbringt einen Kurswandel. Die Zinswende wird eingeläutet und die Zinsen werden erhöht. Kurz vorab. Geht gar nicht, dann ist Europa sofort pleite, Zombie-Unternehmen, Zombie-Länder, der Euro crasht etc. pp. Aber ich möchte es erwähnt haben. Also laut Marc können die Zinsen gar nicht steigen, weil dann plötzlich die ganzen europäischen Länder pleite gehen würden. Das würde also heißen, wenn die Zinsen nicht wieder steigen können, dass die Immobilienpreise weit oben bleiben und die Blase eigentlich nie platzen wird. Und das Geile ist, wenn man sich die Grafik von Marc anschaut, dann sieht man gleich den nächsten Widerspruch. Ja? In der Zeit von 2016 bis 2018 waren die Zinsen ungefähr gleich und die Immobilienpreise sind trotzdem stark angestiegen. Oder auch von 2020 bis 2021 waren die Zinsen ungefähr gleich und trotzdem sind die Preise angestiegen.
Also das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das heißt, Mark widerspricht sich eigentlich selber und bringt den Beweis sogar in Form seiner eigenen Grafik mit. Also Schlussfolgerung, die Immobilienpreise steigen auch, wenn die Zinsen gleich bleiben. Und da die Zinsen ja laut Mark auch nicht mehr sinken können, werden die Immobilienpreise also immer weiter steigen und die Blase wird nie platzen. So, jetzt kommen wir zur zweiten Stelle, die mir Stefan gezeigt hat, die in dem Video von Mark etwas seltsam waren. Und oftmals kommt dann die Frage auch in der Honorarberatung, ja, aber Herr Friedrich, dann habe ich auf einmal 500.000, 600.000, 1 Million, 2 Millionen Cash, was soll ich denn mit dem ganzen Geld machen? Also ganz ehrlich, ich kann die Frage fast nicht mehr hören, als ob es keine Alternativen geben würde. Natürlich, man soll denn als antizyklischer Investor agieren. Dann schauen wir auf die Investmentampel und gucken, welche Sachwerte sind gerade historisch günstig, welche sind unten auf grün und wo kann man rein. Und das ist gar kein Hexenwerk. Und dann kann man antizyklisch investieren und seine Vermögen auf mehrere Standbeine umschichten. Okay, Marc sagt also, man sollte immer antizyklisch handeln. Das heißt, kaufen, wenn die Preise gerade am Boden sind und verkaufen, wenn die Preise ganz oben sind. Okay, dann schauen wir mal, was er jetzt gerade empfiehlt. Derzeit gibt es viel bessere Investments mit viel größerem Chancenprofil. Also egal, ob jetzt Kryptowährungen, Bitcoin oder Aktien oder also Rohstoffaktien, Gold, Silberminen und so weiter, Uran hatte ich ja alle schon in diesem Video empfohlen, die Top 5 Investments für 2022, Diamanten etc. pp. Okay, Marc empfiehlt in seinem Video jetzt den Kauf von Edelmetallen wie Gold und natürlich auch Aktien von Goldminen. Aber wenn ich mir jetzt mal die Charts angucke, auf welchen Ständen die sind, dann sind die auch sehr weit oben und teilweise auf einem Allzeithoch. Aber das würde doch genau dem widersprechen, was Marc eigentlich vorher gesagt hat mit dem antizyklischen Handeln, oder? Also Marc, das musst du mir jetzt erklären. Ich soll jetzt keine Immobilien kaufen, weil die auf dem Allzeithoch sind, aber Aktien von Goldminen und Edelmetalle, die ebenfalls auf dem Hoch sind, die darf ich kaufen? Wo ist jetzt der Unterschied? Dazu kommt, dass Marc mit seinen Prognosen leider sehr oft falsch liegt, was er vor kurzem in einem Video sogar zugegeben hat. Mea culpa, muss ich sagen, oder Asche auf mein Haupt. Ich lag mit meiner Prognose tatsächlich falsch. Die 100.000 Dollar sind nicht gekommen. So, jetzt kommen wir zur dritten Stelle in dem Video, wo selbst ich ein bisschen schmunzeln musste. Schauen wir mal rein. Man hat die Immobilie heruntergerockt, nicht gestrichen, nicht gepflegt, gar nichts. Und trotzdem ist sie auf dem Papier doppelt so viel wert wie vor 10 Jahren. Es ist eine Art bedingungsloses Grundeinkommen oder vielmehr ein Wertzuwachs, sodass man nichts tun musste. Aus dem Grund sind diejenigen, die schon Vermögenswerte hatten, immer reicher geworden. Ohne Gegenleistung? Okay, also Immobilien sind ein leistungsloses Einkommen. Aber kommen wir zum Kontrapunkt. Erstens natürlich die Gefahr der Besteuerung und natürlich die Kosten. Kosten, 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 Kosten. Instandhaltung, Wartung, Preise für Handwerker etc. pp. Also Immobilien sind jetzt doch mit Arbeit verbunden. Also was denn nun? Sind Immobilien jetzt ein leistungsloses Einkommen oder sind Immobilien jetzt mit Arbeit verbunden? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dich ständig selber widersprichst und ich glaube, Marc, du hast ein sehr großes ökonomisches Verständnis, aber in Bezug auf Immobilien sollte man vielleicht nicht auf deine Ratschläge aufgrund deiner ganzen Widersprüche hören. Was ich aber gut an Marc finde, ist, dass er das Maul aufmacht und einer der wenigen ist, die die heutige Politik wirklich noch kritisiert, obwohl da eine ganze Menge Prügel dafür einfällt. Also dafür muss ich dir im Namen der Community wirklich danken. Mach weiter so. So, jetzt aber erstmal zurück zu Stefan mit seinen Immobilien, weil da kommen wir noch auf ein paar weitere Punkte zu sprechen, die Marc auch angesprochen hat. Stefan hatte also in den Videos von Marc und mir gelernt, dass Immobilien auch Risiken haben und das ist ja völlig normal, wie bei jedem Investment, ja? Ohne Risiko keine Rendite. Das heißt, man muss also Immobilien finden, die eine deutlich höhere Rendite haben als das Risiko oder man muss es schaffen, das Risiko der Immobilie klug zu senken, dass es wieder im Einklang mit der Immobilie ist. Weil wenn man das schafft, dann kann man mit Immobilien gutes Geld verdienen und auch ein gutes Vermögen aufbauen. Das heißt, man muss einfach nur die richtigen Immobilien kaufen. Um die richtigen Immobilien zu finden, hat Stefan sich dann beim Metasuchtool Immometrica angemeldet und hat dann innerhalb eines Tages gleich 15,7% da gefunden. Der Link zum Immometrica verlinke ich dir übrigens unter dem Video. Stefan hat mir dann diese Immobilien gezeigt und wir haben sie uns gemeinsam angeschaut und haben dann gesehen, dass leider viele von diesen 7% da in ländlichen C-Lagen liegen. Und dazu hat Marc natürlich auch was in seinem Video zu sagen. Wenn in den nächsten Jahren die Boomer-Generation in Rente geht oder auch stirbt,
dann haben wir natürlich einen Überhang an Angebot für Immobilien, auch teilweise im ländlichen Raum. Aber die meisten ziehen ja gerade in die Städte. Wir erleben gerade die Urbanisierung. Alle wollen in die Städte, weil es woke ist, weil es hip ist, weil es toll ist und so weiter. Da muss ich Marc recht geben. In einigen Bundesländern, dort sieht man sehr stark, dass die Leute vom Land in die Stadt ziehen. Und in solchen Gegenden, die von der Landflucht betroffen sind, dort sollte man natürlich nicht einkaufen, weil die Bevölkerung schrumpfend ist und man dort ein hohes Wiedervermietbarkeits- und Leerstandsrisiko hat. Und was nützt dir die beste Immobilie mit der größten Rendite, wenn die Immobilie leer steht? Also das bringt mal gar nichts. Also hat Stefan danach beschlossen, in Lagen zu gehen, wo die Bevölkerung steigend ist oder zumindest gleichmäßig ist, aber auf gar keinen Fall schrumpfend ist. Ich habe ihm dann meine Standortliste gegeben, wo die 700 größten Städte von ganz Deutschland drin sind. Und diese Liste haben wir dann ergänzt um die Bevölkerungsentwicklung und wussten dann bei allen diesen Städten, wo die Bevölkerung steigend ist, wo sie gleichmäßig ist und wo die Bevölkerung schrumpft. Danach wussten wir also, welche von diesen Städten ein hohes Risiko und ein niedriges Risiko hat. Und von diesen Städten mit dem niedrigen Risiko hat sich Stefan 10 ausgesucht, bei sich in Immometrica eingetragen und den Suchagenten aktiviert. Und innerhalb eines Tages hat er dann sogar 10 interessante Angebote reinbekommen. Leider wurden von diesen 10 Angeboten, die reinkamen, die Hälfte gleich wieder deaktiviert, weil die Makler natürlich dann von Anfragen überhäuft worden sind und die Konkurrenz einfach schneller war. Die andere Hälfte haben wir dann gemeinsam durchkalkuliert. Es sind insgesamt 2 gute Objekte übrig. Das lag aber auch daran, weil die Makler dort sehr, sehr gut aufgestellt waren, sehr schnell. Sie hatten die ganzen Unterlagen parat, also Mietverträge, Wirtschaftspläne, Grundrisspläne, sodass wir eine ausgiebige Kalkulation machen konnten und diese 2 Objekte gefunden haben, ja, die auf dem Papier sehr gut aussahen. Also hat Stefan für diese beiden Objekte dann eine Besichtigung für Freitagvormittag gemacht, hat sich die Immobilien angeschaut und Freitagabend haben wir uns dann diese beiden Objekte noch angeschaut. Eins der beiden Objekte hatte leider einen großen Reparaturstau, also wir haben uns dann mal gemeinsam die Renovierungskosten durchgerechnet, haben gesehen, dass sich die Immobilie dann nicht mehr rechnet und haben das Ding in die Tonne getreten. Die andere Immobilie sah eigentlich ziemlich gut aus, also habe ich Stefan gesagt, hey, ruf heute Abend noch den Makler an und gib ein Kaufpreisangebot. Erstmal hat er ein bisschen gezögert, weil er gesagt hat, oh, das geht jetzt aber doch ziemlich schnell. Und ich meinte, ja, aber du musst einfach schnell sein, sonst schnappt dir dieses Objekt trotzdem wieder jemand weg. Also hat er den Makler abends noch angerufen, hat quasi das Kaufpreisangebot abgegeben für den Preis, der im Exposé aufgetaucht war. Ja, und nun ratet mal, was passiert ist. Samstagmittag hat der Makler zurückgerufen und hat gesagt, dass der Verkäufer das Angebot von Stefan annimmt und er die Immobilie bekommt. Ja, wie geil ist das denn? Aber da siehst du mal, wenn man gute Entscheidungen trifft, wenn man ordentlich recherchiert, schnelle Entscheidungen trifft und natürlich nicht auf Crash-Propheten hört, dann kann man gute Immobilien kaufen und damit ein Vermögen aufbauen. Und wenn du jetzt auch Immobilien kaufen willst, um damit ein Vermögen aufzubauen, dann ist es wichtig, dass du wirklich die richtigen Immobilien kaufst. Und wenn du jetzt nicht weißt, was die richtigen Immobilien sind, dann schau dir mal folgendes Video an, weil in dem Video erkläre ich dir genau, welche Immobilie du kaufen darfst und wovon du lieber die Finger lässt.